Wir kommen in Frieden mit gewaschenem Humor. Das ist das Motto des Autowäschekalenders für das Jahr 2016. Autowäschekalender? Was ist das denn? Wer an einen Kalender mit altem Blech und nackter Haut denkt, ist auf dem richtigen Weg. Und irgendwie doch nicht. Aber ich erzähle euch die kleine Autowäschegeschichte, wie sie im Internet geschrieben steht. Warte ich schon? Ja. Ende 2009 ging plötzlich ein aufgeregter Schrei durch die Auto-Communities. Jemand hatte es gewagt, einen imaginären Heiligen Gral zu entweihen. Eine Welle der Begeisterung prallt auf Rufe der Empörung. Was war passiert? Da, wo hochglanzpoliertes Blech und Chrom sind, sind auch blanke Brüste selten fern. Ein Klischee, fast so alt wie das Auto selbst. Staubig und trotzdem unangetastet. Dem muss man doch etwas entgegensetzen können, fanden zwei kreative Damen aus Wuppertal. Klar, hätte man den Spieß einfach nur umdrehen können. Gestählte Männerkörper vor alten Karosserien. Aber was hätte das für eine Aussage gehabt? Viel zu profan. Das hätte nicht funktioniert. Aber wie geht man mit einem so alten Klischee am besten um? Man führt es ab Absurdum. So trafen nicht immer schöne Meilensteine der Herrenunterbekleidung zum ersten Mal auf automobile Geschichte und gleichzeitig auf einen empfindsamen Nerv. Die beste Comedy trifft da, wo sie den Menschen einen Spiegel vorhält. Ehrlich, authentisch und augenzwinkernd. So präsentiert sich der Autowäschekalender. Und weil ich es lustig finde, habe ich mich samt Auto beworben. Und nun stand ich da. An einem total heißen Tag in einem Park in Wuppertal vor meinem Skoda 1000 MB, nur in einer blauen Unterhose mit Eingriff. Und was war es mir unangenehm? Warm in den viel zu heißen Plüschstiefel-Hausschuhen. Ja, unsere Zielgruppe ist ja keine genderspezifische Zielgruppe. Es ist eine Humor-Zielgruppe. Wir machen gerade so ein bisschen Selfies mit der GoPro. Sieh noch an. Läuft die denn noch? Ich hoffe es, wenn nicht, dann sind wir ziemlich albern. Läuft die Zeit noch? Mein Name ist Schlumpf. Philipp Schlumpf. Und das Motiv heißt Verschlumpf-Schlumpfige Schlumpf-Schlumpf-Dings. Wer mehr von der Entstehung dieses sehr eigenen Kalenders sehen will, kann dies noch bis zum 25.10.2015 in der Utopia-Stadt in Wuppertal tun. Die Welt ist viel zu ernst, als dass man nicht auch mal für Lacher sorgen sollte. Bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder angezogen. Versprochen. Euer Philipp.